Santa Monica, Los Angeles. Also ich fühle mich hier echt wohl. Davon mal ab. Also wir machen jetzt hier, ich glaube, unter den besten Voraussetzungen hinter einer geilen Kulisse. Ne, auf einer geilen Kulisse. Ach scheiße, wir haben auf jeden Fall den besten Ort für Q&A gesucht. Und wir sind auf den Strand gekommen. Und ich meine, wir haben sogar das richtige Timing, weil Sonnenuntergang ist jetzt. Also, beste Stimmung, bestes Timing. Und wir haben hier einen Special Guest, weil es ist ja ein besonderes Spezial, ja, was wir hier feiern. In Amerika. Und wir haben hier unseren besten Freund dabei. What are you doing? Das ist Chris Marion, ja, das ist nämlich KWUS. Und er stellt. Und er stellt. Er hat jetzt quasi eine Wette verloren sozusagen. Er stellt jetzt hier die deutschen Fragen, also 2, 3. Aber auf Deutsch. So you ask a question, but you read it in German. I always have to talk with my bad English, so you just show me your good English. Your German. Bad English yeah. is still better than my best German any day. Sorry in advance, Germany. I don't mean any disrespect. I don't know. Er kann so kein Deutsch sprechen. You know, your best word in German or your best sentence is? Was ist das? That's all I know. See again? Na, was ist das? Also das höre ich jeden Tag. Was ist das? Was ist das? So, let's start. Okay, so, Cairo Man HD. So it looks like he's got a Michael Jackson picture. Cairo Man, yeah. From like it is Michael Jackson. Yeah, yeah. Yeah, when he had cool hair. Cairo Man HD, okay. Says, why Mitsubishi Eclipse mit Tuning? Ist ein Mitsubishi Eclipse mit Tuning. The, okay, W is V, okay. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, wie ist ein Mitsubishi Eclipse mit Tuning? Ja, also kommt auf an, was du umbaust, ne? Also der kann schön sein, der kann aber auch scheiße aussehen. Ja, okay, let's go. So next one. Next one. Is from banger.s. Okay. He's got a really cool image of like a banger. E30. Yeah, because of the name you use. Yeah, okay. Got it, man. Banger. So he says, hey, kommt und Inga 1 Mile in Toyota GT 86 Rocket Bunny Kit order Andre Gritbauten. I totally messed it. Hey, kommt auch irgendwann mal ein Toyota, ja, Rocket Bunny oder andere Breitbauten. So, ob es einen GT 86 gibt? Nein, gibt es nicht. Ich wollte mal einen machen, das ist lange her. Habe ich dann mich dagegen entschieden. Und Rocket Bunny, also es gibt zu viel Evolutionsstufen beim Rocket Bunny, beim GT 86. Es kommen aber andere Breitbauten. So, the only thing I recognize in the entire thing is Christian Kogin. The guy is Maurice Keyes. Maurice Keyes, yeah. And he looks like a cross between if you and Christian had a child. Oh shit! Oh, Maurice! I know Maurice! Oh, okay. Why are you just searching the question because of... That's the only thing I can recognize. Let me see. You know, it's like letters and words, and I say, hey, I know what that... Okay. Okay, let's go. So he's got a bunch of questions. I'm only going to pick one. Okay. So he goes, Frage, East Christian Kogin, auf der EMS 2017, right? Okay, I think I understand. Also, Christian kommt zur EMS, ja, er kommt, weil wir haben ja wieder einen RWB-Stand und er kommt zur EMS, he's coming to the EMS. Okay, yeah. Und wir freuen uns auch auf Wiedersehen. Ich habe ihn zwar letztens gesehen in Singapur und ging mir ein bisschen auf den Sack, aber nein, er kommt. Er wollte ja auch zur Siemens-Show kommen, aber schafft es nicht und ja, er kommt zur EMS. Maurice, hau rein, wir sehen uns. Oh! I found one more. Okay. Okay, so. About one more. Yeah, okay, let's go. This one, I know what a Flovie is, so that's why. So KV2, he's just got a K. Okay. He goes, Allo Sydney, hab in Fire die mit Schnoll Lang, auf Singer legit hast du Ben Frier Flovie? I hope my English sounds not that bad. I'm sorry. Hallo Sydney, hab eine Frage, die mir schon lange auf der Zunge liegt. Hast du eine Friseurphobie? Oh, so I'm afraid to go to the hairdresser. That means. Oh. Oh, I'm not. Also, ich habe keine. Ich habe keine Phobie zum Friseur zu gehen. Ich mag nur meine langen Haare. Und ich. Ich trage die schon seit ich 21 oder 22 bin, trage ich den Bart und lange Haare.
Und die werden auch nicht abgeschnitten. Ich meine, mein Experiment mit dem Bart, da müsst ihr jetzt durch. Es tut mir sehr leid, aber der wird noch ein bisschen länger. Und irgendwann kommt auch Form rein. Und das hat alles einen Grund, warum das so ist. Wird schön. Without beard, I'm looking beautiful. I'm looking like a handsome guy. Ja, jetzt ist wieder Chris in der Haus. Der andere Chris, der deutsche Chris. Der kann sogar Deutsch. Der kann sogar Deutsch, ja, manchmal. Komm mal näher, dann hört man sich auch. Okay. So. Also wie gesagt, das mit dem Mikro, das haben wir extra so gemacht, damit wir hier mehr hören, damit wir alles hören. Weil wenn wir jetzt ein Ansteckmikro haben, dann hören wir das nicht so intensiv. So, bitte. So, erstmal müssen wir ein Mysterium lösen. Ein Mysterium, jawohl. Tilo schrak unter dem letzten... Muss lauter sprechen, die Wellen sind so laut. Okay, Tilo schrak unter dem letzten Video. Hä? Ich habe neulich einen Atlas gesehen auf der A6. Also es gibt einen Atlas, das stand ja auf der IAA. Wenn der so senffarben orange war, ich weiß nicht genau den Farbcode, dann kann das vielleicht sein. Aber in der Regel wird der halt nur in Amerika verkauft und ist für den amerikanischen Markt. Und die sind gar nicht so teuer, die Dinger. Also es gibt nochmal ein separates Video zum Atlas, weil das Auto mich echt interessiert. Und da können wir auch mal über das Preisgefüge reden. Unser Atlas zum Beispiel kostet, soll ich das schon spoilern? $41.000. Ist nicht viel, weil es hat Leder, also ich finde das jetzt echt nicht scheiße. Man könnte überlegen, so ein Ding mal nach Deutschland zu bringen, aber ich weiß nicht, wie das mit der Zulassung ist. Ja. Achso, ja, wir haben eine eigene Facebook-Gruppe. Die ist sehr klein und elitär. Finde ich gut, weil da sind wirklich, also ich freue mich wirklich drüber, weil das sind Fans, das sind eigentlich keine Fans, das sind Homies von uns. Also die kennen wir auch, also teilweise kennen wir sie persönlich recht gut und finde ich gut. Und wir machen mit denen auch ein paar Aktionen. Und ach so, wo wir gerade bei der Aktion sind, ich gratuliere natürlich den Gewinnern der handsignierten Taschen. Freue ich mich drüber. Okay. Ah, wir haben Fragen aus der Gruppe. Genau. Die müssen wir natürlich mit Priorität behandeln. Dennis Schlutt. Dennis Schlutt, alter Schlutt, du. Kenne ich, deswegen darf ich das sagen. Wann geht's los mit dem Umzug und wohin geht's? Es geht woanders hin, Dennis. Also es wird im Dezember losgehen und es geht dahin, wo ich euch das hinterher dann noch berichten werde. Ich habe da noch einen Joker in der Hand und diesen Joker will ich ziehen. Wenn ich diesen Joker nicht ziehe, dann kommt der Joker etwas später, dann haben wir so eine kleine Zwischenlösung, weil ich will den Joker haben. Also Dennis, wir informieren euch vor dich. Ole Skaruppe. Sid? Ja. Was ist für dich das beste Einsteigermotorrad? Das beste Einsteigermotorrad? Ja. Also ich bin ein absoluter Freund, als erstes Motorrad eine Supermoto zu fahren. Weil du lernst einfach cool damit, weil es ein leichtes Bike. Du möchtest eigentlich, dass beim Supermoto fahren möchtest du ja das Heck ausbrechen lassen und du kriegst einfach ein Gefühl dafür. Und wenn du dich maulst, machst du nicht viel kaputt. Okay, we hurry up now. Okay, beste Anfangmotorrad. Also ich bin ein absoluter Freund, als erstes Motorrad eine Supermoto zu fahren. Weil du lernst einfach cool damit, weil es ein leichtes Bike. Du möchtest eigentlich, dass beim Supermoto fahren möchtest du ja das Heck ausbrechen lassen. Und du kriegst einfach ein Gefühl dafür. Und wenn du dich maulst, machst du nicht viel kaputt. Wollen wir woanders fortfahren mit den Questions? Wir können auch zurück, wir können sagen, hey, komm, wir müssen jetzt noch was drehen, cooles Auto. Weil wir haben echt noch ein paar. Echt? Wir haben noch ein paar Fragen. Okay, ja. Das heißt, wir machen gleich weiter. Wir wollten euch aber nicht vorenthalten, diesen schönen Strand hier mit zu genießen. Wir machen weiter. Ja, bitte. Wie findest du den Camaro ZL1 und das 1LE-Paket dazu? Ich habe mich noch nicht live gesehen. Dieses Q&A geht ja drunter und drüber. Es ist ja total freaky. Aber wir wollten es halt an verschiedenen Plätzen einfach mal durchführen. Und einfach mal ein bisschen Bewegung, ein bisschen Dynamik reinbringen. Ist uns, glaube ich, auch gelungen. Definitiv. Also jetzt haben wir den letzten Teil von dem wilden, durchgeknallten Video. Ja, wir sind auch ein bisschen müde. Nichtsdestotrotz, schieß los. Es wird amerikanisch. Oh mein Gott. Dodge Challenger Demon. Preis-Leistung top. Ist der was für dich? Nein. Danke. Du hast gesagt, es soll mich kurz fassen mit den Antworten. Ja. Vielleicht warum nicht? Ja, ich, mein Herz schlägt nicht für die ganzen Amis. Ich finde die trotzdem witzig und ich finde es auch gut. Und ich bin auch letztens ein ATS-V gefahren, fand ich super cool. Ich finde auch diese Muscle Car, diese neuen Muscle Cars, finde ich auch irgendwie, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, außer Frage, alles cool. Aber irgendwie
ist beim Käfer mehr haben wollen als beim Dutch oder bei einem Mustang oder. Ja, so ist das. Ist aber Geschmackssache. Yannick Dessalin. Yannick. Yannick, was geht ab, Mann? Kommt bald endlich mehr vom Focus RS. Focus RS hatten wir letztens, haben wir doch was gehabt, ne, von Focus RS. Also, der ist jetzt, wir haben die Endspitze noch gemacht, wir haben die Abgasanlage gemacht, wir haben die Dampfbahn gemacht, wir haben die, das Fahrwerk müssen wir noch thematisieren. Ja. Monotube gegen, also ein Einrohrdämpfer gegen Zweirohrdämpfer. Und da müssen wir das Ding mal fahren, ne, bevor es kalt wird. Das war ja so ein Langzeitprojekt. So ein Nebenbei-Projekt. Aber jetzt kommt noch das Fahrwerk und dann ist er technisch gesehen erstmal durch. Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir dann abstoßen oder nicht. Oder ob wir dann noch Leistung machen. Wir haben ja mal eingebaut mit 480 PS, glaube ich, waren es. Den haben wir aber runtergeregelt auf 450 oder 460. Und der fährt auch noch die ganze Zeit. Und dann überlegen wir, ob wir dann halt so eine Maßnahme machen. Oder wir uns auf ein vorhandenes Projekt bzw. ein relativ neues Projekt raufschmeißen und die Kapazität dort investieren. Man muss generell mal ein bisschen so projekttechnisch aufräumen. Das habe ich mir eigentlich auch Anfang dieses Jahres gesagt und habe gesagt, hey, es kommen wenig Projekte und jetzt guckst du dir an, jetzt sind doch schon wieder voll viel da. Und jetzt kommen halt noch die älteren Projekte jetzt, also die wir erstmal fertig machen müssen. Miki! Hey Sid, was wird mit dem RS3 passieren? Welche Umbauten? Und wird der RS3 nur kurz bei dir bleiben? Oder bleibt der auch für die Ewigkeit? Das weiß ich noch gar nicht. Ob der für die Ewigkeit bleibt, das weiß ich wirklich noch nicht. Deswegen hat er auch ein SI-Kennzeichen bekommen. Also ich mag 15er Turbo definitiv. Und ich habe ja gesagt, ich muss immer irgendwie einen da haben. Der Focus RS, dann der RSQ3, dann wieder der Focus RS, jetzt der RS3. Also wie gesagt, er bleibt erstmal auf jeden Fall eine Zeit lang, denke ich, es sei denn, ist wie beim C63 Limo damals, dass es dann ein Kunde kommt und sagt, er möchte es unbedingt haben, das Fahrzeug. Da kann ich mir auch nicht gegen wehren. Ja, und mal gucken, was drauf geht. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir sind echt am Arsch so langsam, weil wir echt ein Pensum hier weghauen, damit jeden Tag Videos kommen. Die Jungs vor allen Dingen, die schneiden sich hier tot. Also von daher müssen wir den Jungs auch mal Danke sagen. Ja, ja okay, Domi kriegt es ja mit, der ist am Pennen. Also, ganz ehrlich, ich finde diese Art von Q&A finde ich echt ganz witzig, wenn man die irgendwo und überall macht. Und ab morgen könnt ihr euch freuen, weil ab morgen geht es dann nämlich mit der SEMA los. Das heißt, wir machen einen kleinen Zeitsprung. Die restlichen LA-Videos hängen wir hinten an. Das heißt, damit wir noch ein bisschen länger dieses Feeling haben, machen wir nämlich jetzt zeitaktuell, schneiden wir die SEMA-Videos. Und danach kommt noch eine ganze Armada von LA-Videos, was wir noch alles coole Sachen gesehen haben und wen wir besucht haben und. Das werdet ihr wahrscheinlich auch in den Vegas, also in den SEMA-Videos auch sehen und mitbekommen, weil wir den einen oder anderen wieder treffen. Also freut euch und ich hoffe, das Q&A hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen durcheinander ist. Aber wir wollten einfach mal eine Evolutionsstufe reinbauen. Wir gehen jetzt schlafen, weil wir haben kurz vor 12 oder gehen arbeiten. Das Ding ist immer, ich denke auch mal, boah, gehe ich jetzt früh schlafen und dann mache ich den Rechner an und denke mir, komm, eine Mail machst du. Und dann machst du doch 3, 4, 5 oder auch 10 oder was auch immer. Und irgendwann mal guckst du auf die Uhr und denkst dir um 2 Uhr, verdammt, du wolltest doch früh schlafen. Dann musst du erstmal wieder runterkommen, dann bist du um 2:30, 3 am Schlafen. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und freut euch auf morgen. Und freut euch auf die ganze Woche und freut euch auf die Woche danach, weil dann kommt ja noch LA-Videos ohne Ende. Und wenn ich am Ende des SEMA-Trips vielleicht sogar weiß, was für ein älteres Fahrzeug dann kommt. Es stehen 3 zur Auswahl. Tschüss. Achso, immer weiter fragen, ne? Immer Fragen stellen. Ich wollte eigentlich noch so vieles sagen dazu. Nächstes Mal. Also, immer weiter Fragen stellen. Bis dann. Freut mich. Tschüss.